Servus Leute, ich bin's, der Wandprofi. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, welche die drei größten Fehler beim Streichen sind und wie man diese vermeiden kann. Viel Spaß bei dem Video. So, ich muss heute hier dieses kleine Badezimmer streichen. Ne? Ich habe die Wände schon vorher auf Q3 gespachtelt und geschliffen, das heißt, die Wände sind schön glatt. Wir werden das Ganze mit der Sturcolor Seal Premium streichen. Link zu der Farbe poste ich euch unter das Video. Da kommt ihr auf meinen Online-Shop und könnt euch auch die Farbe bestellen. Ich zeige euch jetzt den ersten Schritt. So, kommen wir zum Fehler Nummer 1. Was ich ganz oft sehe in Häusern, gerade wo die Wände, Decken glatt sind, dass sich die Ecken beziehungsweise die Ränder abzeichnen von dem Rest der Fläche. Das kommt dadurch zustande, dass die Ecken mit einem Pinsel vorgestrichen werden und dann einfach so gelassen werden und dann werden die Flächen mit der Walze gerollt und ja, dann hat man schon das Problem. Ich zeige euch jetzt, wie man das Ganze verhindern kann. So, ich fange an, indem ich vollkommen richtig erstmal die Ränder vorstreiche mit dem Pinsel. So, ich habe jetzt hier in dem Bereich die Ecken vorgestrichen. Was ich aber jetzt mache, ich lasse es nicht so stehen, sondern ich nehme mir eine kleine Walze und rolle jetzt nochmal die Ecken nach, dass wir die gleiche Oberflächenstruktur haben wie in der Fläche später. Ja, ein Pinsel hinterlässt immer eine andere Struktur wie eine Rolle und wir wollen, dass es am Ende überall gleichmäßig aussieht, deswegen kleine Walze. Gerne auch eine Teleskopstange zu haben nehmen. Gerade in den oberen Flächen einfacher. Alternativ und mit dem Tipp spart ihr euch noch mehr Zeit, wenn ihr den ersten Schritt nicht mit dem Pinsel macht, sondern sofort hingeht und die Ecken mit der kleinen Walze ausrollt. So mache ich es in der Regel. Ja. Ist immer Geschmackssache, ihr könnt es auch gerne mit dem Pinsel zuerst machen, dann nochmal mit der kleinen nachrollen. So denke ich, ist man nochmal einen Schritt schneller. So, jetzt zum Tipp Nummer 2 und zwar, was ich sehr oft auch beobachte, ist, dass die Flächen, gerade wenn wir viel Lichteinfall haben, dass man Streifen sieht, ja, entweder von der Walze, ja, dass der Farbauftrag unregelmäßig ist oder auch an, besonders im Wohnzimmer, Wohn-Essbereich, große Decke, große Fenster, ja, und die Decke ist einfach nicht ordentlich gestrichen, ja, vielleicht kennt ihr ja auch das Problem. Ja, wie verhindern wir das Ganze? Das erkläre ich jetzt. So, ich habe hier in dem Raum vielleicht 4 Quadratmeter, also das ist keine besonders große Herausforderung. Aber wenn ihr in einem größeren Raum arbeitet, ja, ich sag mal 20 Quadratmeter plus, solltet ihr schon zu zweit arbeiten. Ja. Es ist extrem wichtig, dass ihr nass in nass arbeitet. Ja. Also nehmt nicht irgendwie Farbe auf die Rolle und versucht das so weit es geht auszustreichen, sondern arbeitet wirklich satt. In satt, das heißt, ihr tragt genug Farbe auf, ja, guckt, dass ihr einen gleichmäßigen Farbauftrag habt und geht dann mit neuer Farbe und arbeitet nass in nass euch die Fläche entlang. Ja. Am besten macht ihr euch Quadrate im Kopf Quadrate an die Decke und arbeitet die Schritt für Schritt ab. Ja, dann habt ihr ja, weniger das Problem, dass später Streifen zu sehen sind. Ja, außerdem solltet ihr auch aufpassen, dass die Fenster alle geschlossen sind. Ja. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist Durchzug beim Streichen. Ja, die Farbe trocknet euch weg, sobald ihr das zweite Mal wieder drüber rollt und dann schon habt ihr den Absatz von der ersten zur zweiten Bahn. Ne? Deswegen haltet die Fenster geschlossen, guckt, dass ihr keinen Durchzug habt und dann arbeitet ihr euch langsam die Fläche entlang. So, ich streiche jetzt die Decke und ihr könnt zuschauen, wie ich das Ganze mache. Hier gibt es auch zwei verschiedene Art von Techniken. Die einen sagen, man sollte vom Licht, von der Lichtquelle wegarbeiten, also das heißt, so wie ich es mit der Hand gerade zeige. Ich mache es ganz anders, ich streiche parallel zum Fenster und aber auch von der Lichtquelle weg. Ja, ich glaube, ich habe mal eine Umfrage in so einem Malerforum gesehen, da haben es 30% so gemacht wie ich und 70% anders.
Ich habe beides ausprobiert und ja, so wie ich arbeite, habe ich immer das bessere Ergebnis. Vielleicht ist euch gerade schon aufgefallen, ich weiß nicht, wie viel man auf der Kamera sieht. Und zwar gehe ich erst hin und verteile die Farbe relativ gleichmäßig auf der Oberfläche und gehe dann nochmal hin und rolle die Fläche nochmal nach, um dass ich auch nochmal eine gleichmäßige Oberflächenstruktur habe. So, die Decke ist fertig. So, der dritte Fehler, den ganz viele Menschen machen, sie kaufen günstige Farbe, ja, aus dem Baumarkt oder noch schlimmer aus dem Discounter. Ja. Das sind Farben, wo ganz viel Füllstoffmaterial drin ist, wo auch relativ dünn ist, ja. Sehr wenig Pigmentanteil. Das bedeutet, man muss oft 2, 3, manchmal sogar 4-mal streichen. Man hat dann immer noch kein sauberes und schönes Ergebnis. Ja. Deswegen meine Empfehlung. Ihr spart am wenigsten, wenn ihr billige Farbe kauft. Ja. Investiert lieber ein paar Euro mehr, kauft euch gescheite Farbe, ja. Da gibt es super Hersteller. Einer davon ist Sto, ja. Ich habe euch auch die Farbe, mit der ich heute hier gearbeitet habe, unter dem Video verlinkt. Da gibt es auch andere Farben, die ganz klasse sind. Wenn ihr sonst noch weitere Fehler kennt, die man beim Streichen macht, oder ihr habt selber schon Erfahrungen in dem Bereich gemacht, dann schreibt es doch gerne unter das Video in die Kommentare, da können wir gerne noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich versuche auch auf Fragen einzugehen. Ja, wenn ihr über weitere Videos benachrichtigt werden wollt, dann abonniert meinen Kanal und setzt ein Häkchen an der Glocke. Und ja, freut mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Häkchen bei der Glocke.